Yes, ich bin bereit. Ich auch. Staffel 2. Ja, die nächste Level. Big meets bigger oder so? Richtig. Wie könnte man das formulieren? Ich weiß es nicht. Größer, mächtiger, länger. Luxuriöser? Ja, so könnte man es eigentlich sagen. Um mal die Katze aus dem Sack zu lassen, mit diesem Podcast eröffnen wir die Staffel 2 unserer Podcast-Serie und ja, revealen so unser neues Projekt 4x4 LKW-Expeditionsmobil. Wir haben ja immer, oder wir waren echt lange und echt viel jetzt mit unserem kleinen Offroad 4x4, also kleines relativ Pickup unterwegs. Haben damit echt wirklich viel von Europa schon gesehen, in so ziemlich fast allen Klimazonen. Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass wir da mal noch ein bisschen größer und ein bisschen mehr möchten. Mal einen richtigen LKW haben möchten. Richtig. Nicht nur einer, der in der Zulassung steht, sondern LKW einer, der auch wirklich aussieht wie ein LKW. sich so nennen darf. Genau, richtig. Und dann ist ja immer so eine Sache, wenn man dann irgendwie halt größer bauen möchte und mehr Komfort. Dann muss das Ganze natürlich auch irgendwie so den Stil haben, der zu einem passt. Ja. Und deswegen haben wir uns für das Reisefahrzeug entschieden, worum es heute in diesem Podcast gehen soll. Genau, wir Und erzählen warum? einfach ein bisschen, warum wir uns dafür entschieden haben, für was wir uns entschieden haben und was wir gerade so tun und was so die Pläne sind. Richtig. Und vor allem auch zu beleuchten, was so die Schwierigkeiten an so einem großen Projekt sind. Ja. Das Ganze sieht immer so ein bisschen cool und abenteuerlich aus, aber ist nicht immer cool und abenteuerlich. Nee. Also würde ich mal sagen, wir sehen uns dann gleich, also hören uns dann gleich in einem Und Podcast. starten voll durch. Also, let's go. Wir sind Steven Und Johanna. und wir haben uns gemeinsam 2019 einen Ford Ranger gekauft als Reisefahrzeug und einen der allerersten Canopy Camper europaweit. Den haben wir dann zu einem Camper ausgebaut mit allem, was dazugehört, Standheizung und so weiter und wollen damit die Welt bereisen. Aktuell sind wir so ein bisschen in Europa unterwegs und ja, mal schauen, wo es uns noch so hin verschlägt. Und damit herzlich willkommen in unserem Overlanding und Reisepodcast. So, wie fühlt sich das an, nach so einer langen Pause wieder Podcast zu machen? Ich wollte gerade sagen, lang, lang ist her irgendwie. Wir hatten jetzt echt lange Pause an Podcasts. Was nicht daran liegt, dass wir keine Lust mehr hatten oder es hat einfach nicht gepasst. Es hat aber nicht gepasst. Es hat einfach nicht gepasst. Genau. Ja, nee, ich denke, also wir machen ja auch viele Themen auf YouTube und so. Ja. Da hat man so Gefühl, so jetzt hat man irgendwie so langsam alle Themen durch zu unserem Canopy Camper gefühlt. Also eigentlich ist man ja nie fertig, aber man will auch mal dann ein bisschen was anderes. Ja, auch. Und man fängt einfach, also klingt ein bisschen komisch jetzt, aber man fängt einfach an zu genießen. So, Okay. bis Punkt X war das so, man war halt voll in diesem Game drin, irgendwie, ich will dieses Auto, diesen Pickup voll krass ausbauen, ich will ihn höher legen, ich will breitere Reifen und größer und länger und heftiger und dies und das und wie das, also bis das Ding halt nachher aussieht wie so ein rollender Christbaum halt. Ja, und jetzt muss ich sagen, echt sind wir eigentlich an dem Punkt, wir hatten es ja schon öfters davon, an dem Punkt angelangt, wo man einfach sagen muss, das Fahrzeug passt so für uns, ne? Also, Ja. das ist, also der letzte Umbau jetzt noch mit der Rücksitzbank rausschmeißen und da mehr Staufläche haben, war wirklich noch extrem gut. Das war so noch das i-Tüpfelchen an Platzausbeute. Ja. Und jetzt muss ich sagen, passt das Fahrzeug eigentlich echt gut zum Reisen. Und jetzt kann man einfach genießen, einsteigen, losfahren und halt einfach in Urlaub gehen Genossen damit. habe ich schon immer. Ja, das Einzige, Ja, was natürlich. jetzt noch ist, sind so optische Dinge halt, ne? Also fertig ist man nie, ne? Wir haben schon oft über das Ja, Thema Felgen natürlich. und so geredet. Ja. Kann man schon noch viel machen, aber so an dem, was zweckmäßig ist und so. Also ich bin ja schon lange eigentlich immer zufrieden. Ja, ist so. Also es gibt jetzt halt echt nichts mehr. Also alles, was man jetzt noch groß dran rumbauen würde, an wirklich großen Projekten, sage ich mal, nenne ich es jetzt mal, wäre einfach nur, weil man Lust zu schrauben hat. Ja, aber ist auch nicht verkehrt. Genau. Und eigentlich kommen wir da schon auf den größten Punkt, warum wir jetzt in Staffel 2 sind. Ja, Und weil wir große nicht Veränderung. lange weg sind oder eine extrem große Reise planen oder sonst irgendwas Staffel 2, sondern weil halt einfach irgendwie da mal was Neues her musste. Nicht, weil das andere schlecht ist oder Nee, langweilig überhaupt geworden nicht. ist, sondern ja, weil erstmal mir langweilig geworden ist, weil ich nicht mehr so viel und jede Woche an unserem Auto schrauben konnte. Ja, das ist eigentlich unter anderem einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, ja, einen neuen
neues Fahrgestell, Fahrbahnuntersatz. Neuen Fahrbahnuntersatz, ja, uns anzugucken und anzulächeln. Rollbare Wohnung. Ja, irgendwie sowas, ne? Ja. Ja, es sind sehr viele Gründe, ne? Also wir haben da schon sehr viel überlegt, bis wir uns wirklich dazu entschieden haben. Hoch und runter, querbeet, ja, durch alle, durch alle 4x4 Möglichkeiten, ja. Ja, also das Thema, klar, unserem Ranger, wir sind jetzt halt an einem Gewichtslimit langsam angekommen, viel mehr kann man nicht mehr dran machen. Es ist klein und gemütlich, ja. Aber gerade wenn man an längere Reisen denkt und an lange Reisen, die man in Zukunft eigentlich gerne machen würde, dann stellt sich die Frage, reicht uns das? Ist das gut? Ist es das, was wir brauchen? Ich muss sagen, es zieht uns ja, wie man auch schon tatsächlich jetzt Anfang des Jahres gesehen hatte, zieht uns ja, glaube ich, schon eher immer in die Region, wo nicht unbedingt gerade jeder hin möchte. Alle sagen sie wollen in, also nicht alle, aber die meisten, sie wollen in warme Regionen, da wo es angenehm ist und so. Uns zieht es eigentlich eher dahin, wo nichts ist, wo halt noch abenteuerlich ist, wo wild ist, wo es auch gerne mal kalt und unangenehm wird und vielleicht auch gerne mal nass. Da, wo viele Touristen lieber wegbleiben. Genau, richtig. Da, wo die meisten sagen, da habe ich keinen Bock drauf, das ist unser Ding. Was uns auch zu unserem nächsten Reiseziel bringt, aber da können wir vielleicht am Ende des Podcasts noch ganz kurz reden. Ja, am Ende. Und dann kommt man natürlich an den Punkt, wo man sagt, gut, wenn man jetzt irgendwie mal eine Woche lang nur in einem Fahrzeug rumsitzt, weil es draußen regnet und man kann halt nicht raus oder es stürmt extrem, ja, dann ist es natürlich, man sitzt sich da schon häufig schon krass irgendwie so gegenseitig auf dem Schoß, ne, gefühlt und man hat halt nicht so seine eigenen Bereiche, man kann sich jetzt nicht so ausstretchen und ausdehnen, wie man Bock hat. Und dann kommt natürlich auch eines der, sage ich mal, jetzt vielleicht nicht Hauptprobleme, aber eine der Dinge halt eben mit Dusche und Toilette und so. Und natürlich funktioniert das alles. Es ist auch nichts, was uns wirklich stört im Canopy Camper, weil man findet immer irgendwie irgendwas. Aber wenn man mal ganz ehrlich zu sich selber ist, wenn es dann draußen mal minus 30 Grad hat oder halt einfach aus Eimern schüttet, hat man nicht immer unbedingt Lust, gerade rauszuklettern und irgendwo aufs Klo zu gehen. Dann wird es mal unangenehm. Gerade wenn man dann über 2-3 Monate irgendwo ist, wo es dann auch teilweise mal schwierig vom Wetter ist, über lange Phasen und so. Oder man mal auf einem anderen Kontinent für ein paar Monate ist und vielleicht auch mal Homeoffice-mäßig ein bisschen arbeiten muss oder möchte. Richtig. Dann wird es irgendwann schwierig in dem kleinen Camper. Genau, richtig. Und da sind wir halt einfach an dem Punkt angelangt, dass man sich im Vorhinein, glaube ich, dessen wirklich klar sein muss, was möchte ich. Und wie möchte ich reisen? Das ist so ein bisschen die Sache. Und ich glaube, wir sind schon so Kandidaten, die gerne, ich sag mal, minimalistisch reisen, mehr oder weniger zumindest, was Unterkunft angeht. Wir brauchen keine Hotelzimmer, wir sind gerne in unserem Camper und in unserem Camper brauchen wir auch nicht viel. Ja, klein, leicht und flexibel. Genau, und wenn dann noch eine Standheizung drin ist, mein Lieblingsprodukt, dann ist eigentlich schon alles tipptopp. Dann wird's tipptopp, aber Standheizung im Winter in Norwegen für 3 Wochen ist okay. Haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, ist super. Kann man machen, aber wie gesagt, wenn es dann 2 Monate, im Winter geht dann normalerweise 3 bis 4 Monate, dann wird es schon, glaube ich, schwierig. Vor allem, man muss aber ganz auch klar dazu sagen, um ehrlich zu sein, es war schon angenehm bei Julian in seinem Gypsy hinten in der Rundsitzecke. Es hätte zu zweit auch gut funktioniert. Bei uns hinten drinnen in dem Camper haben wir schon des Öfteren auch gemacht, auch wenn es kalt und nass war. Funktioniert auch super. Würde ich auch überhaupt nicht missen und würde ich auch gar nicht sagen, dass das nicht schlecht ist. Aber tatsächlich einfach mal auf der Reise auch so zu sehen, das erste Mal wirklich unterwegs, auch so wie ist es dann abends, auch mal sich in so eine Rundsitzecke rein zu chillen und ein bisschen Fernsehen zu gucken, das war schon ganz angenehm, muss ich sagen. Ja, das war schon cool. Ja, ist anders, aber gut. Ja, deswegen, um es mal so zusammenzufassen, zu sagen, ja, wir wollen ein Reise-LKW-Expeditions-4x4-Fahrzeug in LKW-Größe, um auch mal andere Reisen zu machen. Aber nein, wir wollen unseren Canopy Camper Ford Ranger nicht missen. Auch nicht hergeben. Und nicht hergeben. Richtig, genau. Ich glaube, das interessiert viele Leute. Richtig. Es gibt ja wirklich viele Möglichkeiten, die wir durchgespielt haben. Von über Full-Size-Trucks mit einer großen Kabine hinten drauf und hier Iveco Daily 4x4 in 7,5-Tonnen-Klasse. Es gibt Millionen von Möglichkeiten mittlerweile. Sehr viele Möglichkeiten. Genau. Da gibt es auch die Möglichkeit mit Anhänger und so. Ja gut, Anhänger fällt sowieso raus. Ich hasse Anhänger, aber ja, das ist auch nicht so mein Fall, aber
also ist halt auch eine Option. Genau, also Leute. Ist auch, wie gesagt, ist jetzt nicht, dass Anhänger schlecht sind, aber ich habe da einfach keine Ahnung durch meinen Beruf, ich mag Hänger einfach nicht. und ja, wie auch immer, und am Ende des Tages haben wir das halt hoch und runter gerechnet und hin und her und ich glaube, es gibt da de facto kein wirklich, das ist gut oder das ist schlecht. Nee, da gibt es keine richtige Lösung. Und gerade eben zum Beispiel, um einfach mal wirklich auf den Kostenpunkt zu kommen, ich glaube wirklich, die größte Hürde oder die krasseste Sache an dem ganzen Projekt, um einfach mal wirklich, sage ich mal, auf gut Deutsch die Wahrheit ans Licht zu bringen, de facto die meisten Leute schreckt das definitiv ab, was das Ganze kostet. Und brauchen wir nicht drüber diskutieren, ist bei uns nicht anders. Also wir sind beide nicht reich, wir haben beide nicht im Lotto gewonnen und auch für uns beide ist es halt nicht mal schnell aus dem Ärmel zu schütteln, mal sich kurz einen LKW zu kaufen. Ja, und ist vor allem auch ein wichtiger Punkt gewesen in der Entscheidungsfindung, was es denn werden soll, genau. Genau, richtig. Und auch hier sind wir jetzt eben bei dem Thema. Man kann sich einen LKW in einer 7,5-Tonnen-Klasse kaufen, man kann sich einen in einer 10- oder 12-Tonnen-Klasse kaufen, man kann ihn sich mit 8 Meter Länge, mit 12 Meter Länge, so, da muss man sich halt erstmal dessen klar werden, was möchte man überhaupt. Und auch hier sind wieder an dem Punkt angelangt, wo wir halt gesagt haben, wir wollen so ein Mittelding, so halt wie mit dem Canopy Camper, nix, full size, complete, crazy Zeug so. Einfach nur was Größeres mit dem ergänzen, was noch gefehlt hat. Also es muss kein Whirlpool drin sein und auch kein Smart hinten rauskommen. Einfach halt so ein bisschen größer. Und dann klar, LKW, man könnte ja auch, auch ein Van oder so ein Zeug kaufen. Aber ein LKW ist halt wieder so eine Sache, wenn man halt irgendwie hier durch Sibirien oder so ein Zeug fährt, kommt man halt einfach nochmal ein bisschen andere Ecken und Kanten hin mit so einem Gerät, wie halt irgendwie mit so einem Van oder so, ne? Und wenn man sich dann halt eben die Preise anguckt, jetzt zum Beispiel für ein Iveco Daily, was der kostet, ja, da kann man auch gleich ein bisschen größer kaufen, ne? Also fürs gleiche Geld. Und dann nimmt man das halt einfach auch mit und sagt, okay, ist größer, ist komplexer, aber ja, meine Güte. Ja, wir haben uns so echt viel angeschaut, wir waren auch auf ein paar Messen, haben so geschaut, was gibt es denn überhaupt aktuell so für LKWs. Klar, den Iveco Daily haben wir uns wirklich öfter mal angeschaut, weil der sehr stark vertreten ist auf den üblichen Offroad-Reisemessen, sag ich mal. Mittlerweile nicht mehr, weil er nicht mehr gebaut wird. Ja. Oder ich glaube, erst ein neues Modell, wie auch immer. Ja, und dann halt, was es auf dem Gebrauchtmarkt so gibt, ne? Was gibt's für Hersteller? Was liegt wie im Preis? Wie ist es bei welchen Fahrzeugen mit der Ersatzteillage? Ja, teuer sind sie alle. Durch die Bank weg. Mehr oder weniger. Gut, also kann man jetzt, sag ich mal, hoch und runter spinnen, wie man möchte. Wenn man sich jetzt mal die Preise von einem Neuwagen, also von einem, ich sag mal einfach von einem neuen Ford Ranger, jetzt Baujahr 22, 23 anguckt, dann sind die genauso teuer, ne? Also dann muss man da auch gut Geld investieren. Und das war ja das, was wir gesagt haben. Okay, wenn wir, sag ich mal, einen gebrauchten und ein älteres Modell kaufen, wir haben nicht mehr das, was wir jetzt halt in unserem PKW haben, wo man halt sagt so, oh, mal gucken, wie lange die ganze Elektronik halt hält, ne? Ist alles cool, ist alles toll. Aber es sind halt Sachen, die man einfach selber nicht reparieren kann. Und wenn halt was kaputt geht, wie zum Beispiel in unserer AdBlue-Anlage, wo man irgendwelche Steuergeräte programmieren muss, dann bist du halt raus, ne? Und dann sagst du halt ganz klar, boah, schade. Wo uns zu dem Punkt bringt, was wir eigentlich für einen LKW gekauft haben. Ja, genau, das wollte ich dich schon fragen. Was haben wir denn jetzt für einen LKW? Erzähl doch mal. Schon vergessen oder was? Nein. Ich überlass dir gern die Ehre. Okay. Genau, wir haben uns am Ende des Tages einfach, ja, gibt tausend Gründe, irgendwie aufgrund von Platz, von den Spezifikationen, vom Preis, von allem drum und dran, haben wir uns letzten Endes nachher für einen Steyr 12 im 18 entschieden. Ultra viele Leute kaufen sich einen Steyr 12 im 18. Ich sag, das ist ja die Fender unter den LKWs. Ob man damit jetzt was Richtiges tut oder nicht, die Hälfte sagt, wow, die Hälfte sagt, ihr seid bescheuert. war mit unserem Pickup aber nichts anderes. Und deswegen, man muss, glaube ich, einfach irgendwann mal eine Entscheidung treffen und dann einfach damit leben. Ne? Und einfach sagen so, hey, für irgendein Fahrzeug muss ich mich entscheiden und jo, dann go for it. Ja, aber warum haben wir uns denn nicht für ein neues Fahrzeug entschieden, sondern für ein
älteres Modell, sage ich mal so. Na ja, gut, da habe ich ja gerade eben schon so ein bisschen beleuchtet. Punkt Nummer eins, ich hatte schon immer Bock, mal irgendwie ein Fahrzeug zu restaurieren. Mhm. Deswegen wollten wir uns auch eigentlich einen Defender kaufen damals. Jetzt haben wir unseren Defender in groß. So mehr oder weniger. Kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Ja, ungefähr. Und vor allem, weil wir halt echt, oder weil ich persönlich echt keinen Bock mehr auf dieses ganze Elektroschnickschnack hatte. Weil ich halt echt gesagt habe, einfach wirklich runter reduziert, was brauchen wir? Den Steyr 1218 kann man wunderbar dämmen innen drinnen, man kann ihn super isolieren, man kann alles nachrüsten an Klimaanlage, an Heizung, was man halt eben braucht. Und man hat am Ende des Tages eben auch mit der Schaltung, man hat da nicht einen 2,80 Meter langen Schaltknüppel in der Hand, sondern wirklich eine ganz gemütliche, angenehme Schaltung. Man kann ihn sich umrüsten lassen mit einem größeren Turbo und einem Ladeluftkühler und whatever, dass dieses Fahrzeug einfach wirklich gemütlich fährt, im Prinzip wie ein Pickup oder wie ein größerer Jeep. Sprinter. Ja, oder whatever. Und dann fährt sich dieses Ding einfach angenehm. Er sieht super aus. Man kann übelst viel mitmachen, man kann ihn super verlängern, also den Rahmen, den Radstand verlängern lassen, man kann größere Reifen drauf machen. Ja, es gibt tausend Gründe dafür irgendwie. So wie, und vor allem halt eben AdBlue, ne? Wenn du halt irgendwo wirklich krass lange in irgendwelche Länder reisen möchtest, wo es kein AdBlue gibt, dann ist immer ein bisschen doof mit den neuen LKWs. Mhm. Ja, fällt halt einfach bei diesem Steyr 1218 einfach alles raus, ne? Also im alten LKW, der verbrennt auch jeglichen Diesel, auch wenn du mal eine schlechtere Tankstelle im Outback erwischt hast. Genau, und sagt dann nicht vorne, nö, Service-Meldung. Ja. Tschüssikowski. Ja, und auch von der Offroad-Fähigkeit her ist er eigentlich ganz gut aufgestellt, würde ich mal sagen. Viele sagen, dass es der bessere Unimog ist. Oh, ganz dünnes Eis. Ich wollte gerade sagen, jetzt geht es richtig los. Der eine oder andere würde mir am liebsten wahrscheinlich jetzt gerne direkt ins Gesicht treten für so eine Aussage. Ich muss sagen, am Ende des Tages ist es, glaube ich, scheißegal, ob man einen Unimog oder einen Steyr 1218 kauft mit so einer Kabine hinten drauf, wenn man weiß, dass diese Karre irgendwie, keine Ahnung, ausgebaut nachher fiktiv 100.000 Euro kostet, macht kein Mensch, würde ich sagen, das mit diesem Fahrzeug, wofür diese Fahrzeuge gemacht sind und was diese Fahrzeuge aushalten würden, weil, glaube ich, das jeder so viel Angst hätte, dieses Ding einfach umzukippen oder kaputt zu machen. Und für das, was man damit normalerweise tut, reicht es völlig aus, was dieses Fahrzeug einfach an Sperren und an Offroad. Ja, so als Wohn- und Reisemobil, man nutzt es ja nicht aus. Man, klar, nee, nutzt es, um an coole Orte zu kommen, vielleicht auch mal ein bisschen Spaß zu haben, aber es ist ja kein klassisches, krasses Offroad-Fahrzeug, was man bewusst an seine Grenzen bringen möchte. Nee, überhaupt nicht. Und vor allem halt auch nicht einfach zerstören oder... Ja. Das ist wie auch immer, es ist ein Overlanding-Fahrzeug, es ist kein Offroad-Fahrzeug. Ja, wie auch immer. Genau, Fahrzeug. Dieselverbrauch? Dieselverbrauch? Zu viel, nein. Ja, also wie gesagt, wir haben ja selber keine Erfahrungswerte, noch nicht. Wir haben das Fahrzeug noch nicht in unserem Besitz. Es gehört schon uns, aber wir haben es noch nicht in unserem Besitz. Ich habe mir sagen lassen, man kann das Fahrzeug zwischen 18 bis, klar, nach oben keine Grenze, aber man kann das Fahrzeug so um die 18 bis 20 Liter rumfahren, wenn man damit gemütlich und gut fährt. Ist nicht wenig, aber ist halt kein MAN Cut 1, ne, mit dem ich halt mal, weiß ich nicht, 30, 40 Liter durchlade. Also eigentlich gar nicht, also eigentlich ganz gut vom Verbrauch her, ne? Ja, genau. Also nicht mega viel. Ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist ja so eine Sache, da reden, glaube ich, extrem wenig LKW-Expeditionsfahrer oder Halter, Besitzer darüber gerne. Der Verbrauch ist eine Sache, der wirklich wehtut. Ne? Also wenn man sich mal aktuell die Dieselpreise anguckt von 2 Euro bis 2,10 Euro, 2,20 Euro, sich dann mal einen 600 Liter Dieseltank voll macht, das tut richtig weh. Ne? Wenn man sich mal kurz 1200 Euro an der Tankstelle durchlädt, also das ganz ehrlich, viel. Das kann man sich nicht schönreden. Also ich weiß nicht. Nein, also ich weiß es nicht, das kann man sich nicht schönreden. Ne? Und klar, natürlich kann man sagen, ey, Spaß kostet sein Geld und LKW cool und keine Ahnung was. Aber ich glaube, man muss sich auch dessen bewusst werden, dass man mit so einem LKW nicht solche Touren macht wie mit einem Pickup.
Das wollte ich auch schon sagen, man fährt ja wahrscheinlich, also wie gesagt, wir haben es ja noch nicht gemacht, gell, aber man fährt ja auch anders. Es ist ja nicht so, dass man mal schnell für ein Wochenende durch ganz Deutschland fährt, um ein Wochenende in Hamburg zu sein oder so. Absolut. Sondern man reist ja ganz anders. Absolut, genau. Es ist halt einfach, wie wir schon gesagt haben, gemütlicher. Es ist ein Fahrzeug, um lange Zeit auf Reise zu gehen. Es ist kein Fahrzeug, um, ich habe 3 Wochen Urlaub, wow, geil, ich baller mal kurz ans Nordkap und zurück. Mhm. Nein. Nee. Würde sicherlich funktionieren, wenn man das nötige Kleingeld dazu hat. Hey, cool, die Leute beneide ich, wir haben es nicht, wir können uns das nicht leisten. Wir haben einfach Lust, so ein Projekt umzusetzen. Wir wollen ja auch gerne mal gucken, kann man sich das als durchschnittsverdienendes Pärchen, als junges, durchschnittsgut verdienendes Pärchen leisten, sowas zu bauen und selber zu machen? Oder sind wir irgendwann an dem Punkt, wo wir sagen, okay, Geld funktioniert nicht mehr, wir wissen nicht so ganz, wie das Projekt weitergeht, muss man ja ganz ehrlich und offen sagen. Ne? Es ist halt nicht jetzt wie mit so einem Canopy-Camper, wo ich sage, okay, Kiste hinten drauf, keine Ahnung, Staubox hinten reingeworfen und los geht die Fahrt, ja. Ne? Man muss halt einfach bei einem LKW so viele Sachen bedenken, wie halt eben, das Teil muss einmal jährlich zum TÜV, es muss zur Sicherheitsprüfung. Mhm. Ja, da sind so viele Sachen halt einfach, die man bedenken muss, die halt einfach in einer ganz anderen Liga spielen. Ne? Also, Maut auf der Autobahn. Genau, das war das Nächste. Eine Maut auf der Autobahn. Mhm. Das sind so viele Sachen, die man einfach bedenken muss, dass es mit dem LKW zu reisen, wie gesagt, wir kennen uns ja noch nicht damit aus, aber man muss sich jetzt halt einfach langsam mit beschäftigen. Mit einem LKW zu reisen ist einfach nicht wie mit einem PKW zu reisen. Es ist nicht so unbeschwert, man steigt ein und dreht einen Schlüssel um und fährt los. Ne? Unsere Vorstellung, aber ja, wir werden es dann irgendwann sehen, bald. Oh. Es ist, glaube ich, noch ein langer Weg bis dahin. Oh ja, das glaube ich auch, ja. Ja. Also was man auf jeden Fall schon mal vorneweg sagen kann, wenn man das Ganze wirklich so groß, also wir machen das Thema, oder wir haben das Thema jetzt ja schon bestimmt ein Dreivierteljahr, ja, ein halbes Dreivierteljahr vielleicht. Dreivierteljahr, ja. Wo wir uns da wirklich uns effektiv krass mit beschäftigen. Wir haben allein schon in Dreivierteljahr wirklich viele neue Aspekte kennengelernt und wirklich viele neue Erkenntnisse. Wie zum Beispiel muss man sich, wenn man eine Kabine gekauft hat, gleich direkt schon um LKW oder ein Fahrgestell kümmern? Nein, muss man nicht. Ja, man kam jetzt kürzlich die Erkenntnis, ne? Ja, es ist halt einfach, naja, also fangen wir andersrum an. Ich bin extrem glücklich darüber, dass meine Eltern uns das, meine Eltern uns das erlauben, so rum, sonst wäre es komisch, uns das erlauben, diese Kabine bei ihnen auf dem Hof zu stellen. Jetzt musst du aber nochmal von vorne anfangen. Was haben wir denn jetzt tatsächlich getan? Warte, gleich. Achso, okay. Auf jeden Fall, ist das halt eine Sache, die man, oder dessen man sich bewusst werden muss, dass man halt ein Fahrgestell, das Ding ist schon ein bisschen groß, ne? Also, LKW halt. Das ist halt ein LKW. Ist halt ein LKW. Und dann nochmal so eine Kabine, die nochmal so groß ist wie ein LKW, muss halt auch nochmal neben dran stehen. Das heißt, man braucht so viel Platz, um theoretisch 2 LKWs nebeneinander stellen zu können, dann noch drum rumlaufen zu können und am besten noch dran arbeiten zu können. Das ist nicht wenig Platz, was man da braucht. Das ist theoretisch auch logistisch so ein bisschen eine Herausforderung, zu gucken, wo lagere ich das Zeug, wann bastel ich an was rum und wie mache ich das Ganze. Und da wird es dann halt schon abenteuerlich. Und wir haben uns im Prinzip beim ersten Schritt unsere Kabine gekauft und da haben wir uns für Shelter. Ja. Zeppelin FM2 Shelter. Richtig. Oh, entschieden. Gerade noch die Kurve noch eingefallen. So, hä? Was, nee, was haben die gekauft? Ja. Ja. Ich muss trinken. Erfrischt. Ich kann weitergehen. Wo wollt ihr jetzt hinaus? Genau, wir haben uns ja den Zeppelin FM2 Shelter gekauft und uns dann irgendwie dazu entschieden, diesen Zeppelin FM2 Shelter zu verlängern. Das heißt, das zieht sich noch ein bisschen. Genau, aber es ist ja schon so, man muss die richtige Kombo aus Fahrzeug und Kabine finden und erst dann kann man mit einem von beiden halt anfangen, es zu kaufen. Also du musst ja vorher schon wissen, was dazu passt. Also ich frage, welche Entscheidung trifft man zuerst und dann muss man das passende Gegenstück dazu finden. Das Witzige an der ganzen Geschichte ist ja, wir haben das Thema so angefangen. Worum kümmern wir uns zuerst? Und was lohnt sich, wofür mehr Geld auszugeben? Kaufen wir uns lieber eine teure Kabine,
weil wir sagen, den fahrbaren Untersatz kann man jederzeit wechseln, oder kaufen wir uns ein teures Fahrzeug, weil wir sagen, das hält uns eine Ewigkeit, wenn wir es ordentlich behandeln. Pflegen. Also sowohl das eine als auch das andere wahrscheinlich. Genau, und geben lieber mehr fürs Fahrzeug aus. Ja, schwierig, ne? Und für eins muss man sich halt entscheiden. Und irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also, wir haben uns jetzt einfach, keine Ahnung. Wie haben wir uns entschieden? Weiß ich nicht. Das weiß irgendwie, ich nämlich auch nicht. Richtig, das ist dann irgendwie alles komisch geworden, weil auf einmal ist dann die Entscheidung gefallen, so, okay, GFK-Kabine kann man sich leisten, weil die kostet irgendwie 30.000, 35.000 Euro, einfach nur eine leere Kabine. Selber Aluminiumkabine zusammenschweißen, boah, großes Projekt, ich kann noch kein Aluminium schweißen. Selber GFK-Kabine bauen. GFK-Kabine. Schwierig, zum einen Platz, zum anderen sind diese großen Platten auch sehr, sehr teuer. Übel teuer. Wenn man da mal schaut. Also. Richtig. Und irgendwie, whatever, warum auch immer, ist dann ziemlich zügig die Entscheidung dann irgendwann mal auf Shelter gefallen. Wir haben uns tausende verschiedene angeguckt und hatten irgendwann auf einmal ein Shelter gekauft. Und dann haben wir gesagt, jetzt haben wir ein Shelter gekauft, jetzt müssen wir irgendwie auch einen LKW kaufen. Ja, also vom Prinzip her, der Shelter ist halt etwas größer als der Canopy Camper, logischerweise, von der Grundfläche. Ein bisschen. Wir haben uns gedacht, ja, also Canopy Camper war ja gut, wir wollen nur noch ein bisschen Badezimmer und so. Dann sollte es schon passen. Ja. Und dann kam irgendwann an den Punkt, dass wir gesagt haben, boah, wenn wir schon groß bauen, können wir noch ein bisschen größer bauen. Dann noch ein bisschen größer. Und jetzt sind wir dabei, dass wir irgendwie unseren Zeppelin FM2 Shelter auch noch 50 cm verlängern wollen. Ja. Mit irgendwie komplett Verlängerung selber schweißen und whatever. Es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ja. Also es ist auf jeden Fall ein Prozess. Haben wir echt erst die Kabine gekauft, bevor wir uns den Steier angeschaut haben und so? Nee. Also, wir hatten uns ja dann den Steier schon mal angeguckt und hatten dann ja auch irgendwie sozusagen gemeint, so okay, eigentlich so ein Steier mit einem Shelter passt eigentlich ziemlich gut zusammen. Man muss sagen, wir haben uns davor auch noch bei uns in der Nähe einen anderen LKW angeguckt. Was war das? Mercedes. Ja. 917, glaube ich. Altes Mercedes. Feuerwehrfahrzeug. Mercedes 917, genau. Ich bin froh, dass wir ihn nicht gekauft haben. War zum Beispiel auch so eine Sache, wir wollten eine anderthalb Kabine haben, dass man einfach so einen Ticken mehr Platz hinten dran hat. Einfach nicht einen Einzelkabiner, das wollten wir auf keinen Fall. Sehr wichtiger Punkt, der auch sehr für den Steier gesprochen hat. Ja, genau. Und vor allem eben die Möglichkeit beim Steier über Xcap halt auch, dass man theoretisch auch eine Doppelkabine draus machen kann, was danach auch wirklich verdammt gut aussieht. Also man hat einfach bei dem Steier alle Möglichkeiten, die man möchte, offen. Egal, ob man mit Familie dann irgendwann reist oder nicht, oder mit Kindern oder einzeln, oder man hat alle Möglichkeiten dieser Welt. Ja, genau. Und dann, wie gesagt, ist es halt irgendwie auf den Shelter gefallen. Whatever, genau. Wie gesagt, also Zeppelin FM2 Shelter, so rum, ist sicherlich nicht die beste Variante, die man wählen kann. Bei Sheltern oder bei Kabinen? Bei Wohnkabinen. Weil ja, die hat sicherlich tausend verschiedene Probleme mit irgendwie Kondens und hier und da und ist halt einfach keine Wohnkabine, es ist halt einfach de facto eine militärische Funkkabine und wurde auch nie dafür gemacht, dass Menschen da drinnen leben und sich irgendwelche Wohnkabinen draus bauen. Sie mussten halt einfach robust sein und funktionieren und halt auch mal irgendwie von einem Hubschrauber abwerfbar sein. Aber am Ende des Tages ist ja das, was wir schon mal gesagt haben. Wir müssen halt einfach gucken, was wir uns halt finanziell leisten können. Wollen halt, sag ich mal, das Beste rausholen aus dem Finanziellen und halt dadurch auch anderen zeigen, was halt mit Budget XY halt einfach möglich ist. Und das gucken wir gerade. Ja. Da sind wir so wieder so ein bisschen so halt Versuchskaninchen, ne? Wie beim Canopy Camper auch. Und also nicht, dass es nicht das davor schon gegeben hätte, aber wir möchten halt einfach so den Prozess halt einfach begleiten und zeigen und halt aufzeigen, wo sind die Höhen, wo sind die Tiefen und halt auch wirklich alles mit reinnehmen. Was kann man selber machen, was vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Genau, mir ist halt einfach bei dem Projekt jetzt auch dann wirklich wichtig, einfach auch wirklich offen und ehrlich und authentisch zu zeigen, was ist wirklich möglich und was nicht und was ist mit einem durchschnittlichen, normalen Budget halt einfach möglich, ne?
Wir wollen nicht auf komplett billig bauen. Also wir wollen nicht, dass wir jetzt sagen, wir ballern ein paar Sperrholzplatten rein, sondern wir wollen das schon wirklich hübsch machen. Wir wollen es uns da echt kuschelig drinne machen und wollen auch ein schönes Reisefahrzeug haben, was ordentlich aussieht und ordentlich gemacht wird und auch technisch gut ist. Aber wir haben halt de facto keine 500.000 Euro, um mal kurz irgendwie hier eine High-End-Luxuskabine zu kaufen. Ne? Ja, irgendwann werden wir dann auch mal, klar, wir schreiben das alles mit, dann auch mal über die Kosten reden, was gekostet hat und so weiter. Genau. Ja, was aber, also Kosten waren tatsächlich auch ein Grund, warum wir dann plötzlich so schnell diesen Shelter gekauft haben, gell? Ja, es ist halt preislich schon mal, also er war, wir können ja im Prinzip einfach sagen, was er gekostet hat, ne? Also ist ja kein Geheimnis, man kann ja, kann's ja jederzeit gucken. Ja, hau raus. Mittlerweile sind die, glaube ich, wieder ein bisschen teurer geworden. Anfangs, als ich mal geguckt hatte, lagen diese Shelter bei um die 3.500 Euro. Wann war das, vor 3 Jahren oder so? Und ja, kurz bevor wir uns den Canopy Camper gekauft hatten. Ach, da hast du schon auf Shelter geschaut? Da hatte ich mich ein bisschen mit beschäftigt. Okay. Und jetzt mittlerweile, zu unserem Zeitpunkt, werden die Dinger immer netto angegeben. Das ist super, super seltsam. Da muss man echt ein bisschen gucken, dass man da irgendwie sich nicht selber verarscht mit. Das ist der Trick, damit sie die günstigsten auf eBay Kleinanzeigen sind. Ja, wahrscheinlich. Und roundabout, auf jeden Fall haben wir um die 7.000 Euro für diese Leerkabine gezahlt. Ist immer noch echt wirklich viel Geld, ne? Also wie gesagt, wenn man sich überlegt, ich habe auch Geschichten gehört von Leuten, die gesagt haben, ey, wenn du früher irgendwie Sachen bei der Bundeswehr gekauft hast, so keine Ahnung, tausende von irgendwelchen Klamotten und dies und das und noch Ausrüstungsgegenständen und was weiß ich was als Wiederverkäufer, dann haben die den Scheiß in so eine Kabine reingesteckt, haben die Kabine zugeschlossen und haben gesagt, hier kannst du abholen, steht mit Kabine bereit. So, und die Kabine hast du einfach dazu bekommen, weil sie Dinger wegschmeißen. Jetzt ist es bei der Bundeswehr mittlerweile so, weil die Dinger wirklich rar geworden sind und halt immer noch schweineteuer und ultra robust, dass die Dinger halt wieder repariert werden. Es werden neue Metall- oder Aluminiumbleche eingeschweißt oder eingesetzt. Die Dinger werden wieder instand gesetzt, weil sie einfach unkaputtbar und qualitativ extrem hochwertig sind. Ja. Sind immer ein paar Jahre zu spät. Aber ja, wie immer halt. In Anbetracht der Entwicklung werden es immer weniger und die Preise steigen immer mehr und so. Deswegen haben wir uns dann relativ zügig darum gekümmert. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Kabine so wieder verkauft kriegen würden, so entspannt, weil sie halt hinten aufgeschnitten ist und wie auch immer. Also wir müssen sie jetzt halt ordentlich verlängern und so. Also nicht, dass wir sie jetzt verkaufen möchten, aber halt, man macht sich ja schon seine Gedanken, ne? Also man baut ja schon so, dass man sagen würde, okay, wie würde dieses Fahrzeug denn theoretisch auch anderen Leuten Nutzen bringen, wenn wir sie dann wieder verkaufen wollen würden? Weil wie gesagt, anfangs erwähnt, man muss ja auch immer ein bisschen gucken, ist das überhaupt was für mich, ne? Also war im Canopy Camper nichts anderes. Wenn es überhaupt nicht unseres gewesen wäre, dann hätte man vielleicht das Ganze auch irgendwann wieder verkauft. Und auch mit dem LKW, ne? Er ist groß, er ist teuer und da muss man erstmal gucken, kann man sich's leisten, macht das Ding Spaß oder ist es halt nicht so unser Ding? Ja. Genau, deswegen auch bei der ganzen Kabinenplanung und so, macht man sich da tatsächlich halt eben seine Gedanken, dass es halt auch für andere passt. Wo eigentlich ein super Thema für den nächsten Podcast wäre. Kabinenplanung, auf jeden Fall. Aber was wir denn überhaupt jetzt schon gemacht haben, wir haben diese Kabine gekauft, wir haben sie entkernt. Das war schon echt viel Arbeit. Das war schon echt viel Arbeit. Also falls jemand noch nicht unsere Videos auf YouTube gesehen hat, wir haben sie entkernt und jetzt sind wir gerade dabei. Die Videos haben wir entkernt. Wir haben die Videos entkernt. Nein, die Kabine. Einen Schrott rausgenommen. Boden rausgerissen, Leisten, Nieten, alles raus. Lackiert, gespachtelt. Und sind lackiert noch nicht. Nee, lackiert noch nicht, aber sind gerade dabei, die Rückwand rauszureißen. Komplett. Ja. Das ist, weil wir eigentlich nur die Löcher verschließen wollten. Reden wir nicht darüber. Das ist, mit dieser Kabine, wir hatten es, bevor wir sie gekauft hatten, hatten wir es davor, wo wir gesagt haben, ey, wir kaufen diese Kabine, wir machen die Löcher zu und dann bauen wir das Ding aus. Einfach Vollgas. Und jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, wo wir vom Hundertstel ins Tausendstel, ins Millionste reingehen, das immer mehr wird und man da echt ein bisschen sich, glaube ich, auch irgendwann selber mal bremsen muss, dass man es nicht komplett übertreibt. Aber ja, man möchte sich auch so ein bisschen damit halt selbst verwirklichen und natürlich sich wieder was Schönes bauen und sich wieder was Schönes zaubern. Und natürlich irgendwie für sich selber auch so ein bisschen gucken, was geht denn eigentlich überhaupt? Also inwieweit kann man denn wirklich sich selber da wirklich krass was auf die Beine stellen? Da kommt halt wieder so das Männerherz zum Schlagen. Genau, und wir haben ja noch unser anderes Reisefahrzeug. Genau. Also wenn alles zu viel wird, dann...
Gehen wir einfach in Urlaub. Wo wir theoretisch mal noch sagen können, wo es eigentlich diesen Winter hingeht. Sind wir schon so weit? Wir sind schon so weit. Okay. Gleichzeitig. Dieses Jahr, nein. Ah, okay. Dieses Jahr wird es nicht ganz so krass und ganz so extrem wie letztes Jahr. Nee, das nicht. Aber anders. Auch sehr schön. Ich hoffe doch. Ich freue mich schon richtig. Genau. Und zwar haben wir uns überlegt, da wir da noch nicht waren und das irgendwie auch wieder so zu uns passt, dieses Jahr im Winter nach Irland zu gehen. Mhm. Schottland waren wir schon im Winter. Da gibt es auch Videos dazu, kann man angucken. War auch eine wunderschöne Reise. Das war eine der ersten großen Reisen, wo wir Videos drüber gemacht haben, gell? Mhm, genau. Ja. Ich glaube, das war sogar die erste Reise, ja, wo wir wirklich dann letzten Endes Videos zu gemacht haben. War wunderschön. Wir waren halt off-season. Es waren nahezu keine Touristen dort. Man konnte überall stehen. Die Leute waren super aufgeschlossen, super nett. Man war überall willkommen, also war einfach total cool. Und deswegen haben wir uns dazu eben entschieden, wieder im Winter Richtung England zu fahren, dementsprechend halt Irland. Ja. Und uns die Insel mal genauer anzuschauen. Ja, für die ganze Insel wird es wahrscheinlich nicht reichen. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber zumindest ein Teil davon, vor allem die Westküste wieder. Ich habe ein paar Bilder gesehen, es wird, glaube ich, sehr schön. Die Fähre ist schon gebucht. Richtig. Wir werden wieder am 25. Dezember losdüsen, also direkt nach Weihnachten werden wir uns ins Auto setzen und ab die Bohne. Diesmal leider nur zu zweit, weil es nicht gepasst hat zeitlich mit Julian. Aber wir sind auf jeden Fall am Plan, dass es dann nächstes Jahr wieder auf eine große Reise zusammengeht mit Julian, der wo Julian noch nicht kennt. Julian war mit uns mit bei, mit seinem VW T3 Gypsy Synchro, also Synchro Gypsy so rum. Total cooles Fahrzeug, hat er selber umgebaut von Zweiradantrieb auf Allrad und höher gelegt und so. Super spannend, kann man sich auch einen Haufen Videos bei uns angucken und Podcasts, wo Johann ein bisschen was drüber erzählt hat. Stimmt, haben wir auch schon Podcast gemacht. Genau, war es echt super spannend. Johann ist ein total cooler Typ und war auch total schön mit ihm auf Reise und da wird auf jeden Fall definitiv nächstes Jahr dann noch eine größere Reise anstehen. Wir wollten eigentlich nach Marokko, allerdings irgendwie haben wir schon gemerkt, im Winter ist einfach Süden und warm nicht unser Ding. Und die Fährfahrten, gerade aktuell nach Marokko, sind so exorbitant teuer. Teurer geworden. Ja, genau. Dass wir uns einfach dazu entschieden haben, unserem Motto treu zu bleiben, im Winter irgendwo in Norden zu fahren oder halt dahin, wo es nass, kalt und eklig ist. Und ja, dort unsere Zeit zu verbringen. Genau. Wir werden auf jeden Fall wieder alles dran setzen, einen Haufen Videos zu machen und hoffentlich wieder ein paar coole Reisevideos rauszubringen. Dann ja Ende Januar, Anfang Februar, wo wir dann wieder so ein bisschen zeigen, was halt mit unserem Canopy Camper und Ford Ranger da drüben so möglich war. Ja, klassische Reisevideos. Genau, mal gucken. Diesmal haben wir uns auch überlegt, ob wir ein bisschen mal noch wandern gehen, vielleicht auch mal so irgendwie noch draußen übernachten, irgendwo in der Heide, vielleicht noch einen Berg besteigen oder so, mal schauen. Also einen großen Berg gibt es, glaube ich, nicht, aber es gibt wieder so ja, Berge. Ja, technisch sind die wohl relativ anspruchsvoll. Echt, hast du schon mal geschaut? Weil es wohl komplett anders ist. Also man hat dort nicht die krass hohen Berge und nicht so wie bei uns in den Alpen, aber es ist dort wohl verdammt schwierig, halt Wege zu finden, weil es nicht krass gut ausgeschilderte Wege gibt. Es ist halt vom Wetter her super schwierig, weil das Wetter super schnell umschlagen kann. Es ist immer nass, es ist immer feucht, es ist immer rutschig, man muss super aufpassen. Die Wege sind eben nicht befestigt, sondern man kann sich halt ultra schnell verlaufen, vor allem dann halt auch im Dunst oder im Nebel, weil es ja logischerweise immer nass und feucht ist. Alles ein bisschen anders wie bei uns. Aber wir werden es rausfinden. Ja, probieren es aus. Genau. Dementsprechend werden wir auf jeden Fall versuchen, jetzt wieder regelmäßig Podcasts rauszubringen über das Thema LKW 4x4 Expeditionsmobil. Wir werden hier auch vor allem in dem Podcast viel mehrere Themen und Hintergründe halt beleuchten. Ja, was uns im Hintergrund so beschäftigt. Genau, die halt in den Videos einfach, sage ich mal, häufig so ein bisschen zu kurz kommen. Die Videos sind eher so ein bisschen die technischen Sachen und ganz leicht so ein bisschen unsere Gedanken angeschnitten. Wir haben wirklich ein bisschen mehr Behind-the-Scenes und mehr Hintergrundinformationen zu diesem ganzen LKW-Expeditionsmobil-Dingens haben möchte, der sollte hier in dem Podcast quasi beibleiben. Ja. Da würde ich doch mal sagen. Da heulen wir uns so ein bisschen aus
Jammer ein bisschen rum. Erzähl ein bisschen was, wie es weitergeht und was gerade so Phase ist, auch wenn vielleicht mal eine Woche kein Video kommt, dann eher ein Podcast, wo wir vielleicht auch wieder erzählen, was es länger dauert, weil de facto halt eben auch bei dem LKW, es dauert einfach alles länger. Die Planung dauert länger, es ist alles komplexer. Alles muss gut überlegt sein, genau. Wenn man nicht mal schnell für 50 Euro sowas kauft, es kostet einfach alles richtig viel Geld und wenn man irgendwo einen Schnitt ansetzt in der Kabine, dann sollte man sich das auch gut überlegen. Ja. Genau. Und außerdem machen wir nebenher natürlich noch was anderes. Arbeiten? Das auch? Keine Ahnung. Was braucht man, wenn man einen LKW besitzt? Einen schönen Wandkalender 2023 von uns. Der letzten Reise. Von Ranger. Ja, das meinte ich, genau. Okay, Nein. Der kommt übrigens auch bald. Hau raus, ich habe keine Ahnung, was du möchtest. Ja, wir machen nebenher natürlich noch unseren Führerschein. Oh, stimmt. Wir sind schon... ist die Frage, ob wir das im nächsten Podcast anschneiden. Ja, gut. Steven, Johanna bei Führerschein. Johanna ist eine Streberin und ich bin... anderes Thema. Ich lerne auch manchmal. Machen wir in der nächsten Folge. Ja. Wie in der Schule, hat sich nichts geändert. Oh Mann. Ja, nächster Podcast. Nächster Podcast geht um Kabinenplanung und Steven bei der Führerscheinprüfung. Prüfung. Oder so ähnlich. Theorie. Ah, okay. Oh je. Ja, gehen wir da schnell rum. Macht echt Spaß. Ja, ist so. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ich mich auch. Okay. Ich hoffe, ich habe meine Führerscheinprüfung ja bestanden. Die theoretische. Drückt die Daumen für Steven. Dass die Theorieprüfung besteht. Ja, das ist alles nicht mehr ganz so einfach wie früher, als man einfach nur in der Schule war und Sommerferien hatte und einfach für die Führerscheinprüfung lernen kann. Wenn man abends nach dem Arbeiten nach Hause kommt, hat man einfach keinen Bock mehr da drauf. Ja, andererseits die Hälfte weiß man ja eigentlich schon. Theoretisch. Also, beenden wir das Thema, es wird nicht besser. Wir schneiden das dann im nächsten Podcast nochmal so ein bisschen an, was bedeutet es, einen Führerschein zu machen. Und welcher Führerschein macht Sinn? C, C1, CE. Dies, das. Alles. Ananas. Ananas. So. Und damit, danke fürs Zuhören. Reingehauen. Wir sehen uns dann entweder im nächsten Video oder hören uns beim nächsten Podcast. Wir wünschen euch eine wunderschöne Weiterfahrt, wenn ihr gerade am Reisen seid oder auf dem Weg zur Arbeit oder am Einschlafen. Schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Reingehauen. Schönes Wochenende. Tschüssi. Tschüss. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge. Wenn ihr noch mehr über unsere Reisen und Abenteuer erfahren möchtet, dann schaut auch gerne mal auf YouTube und Instagram unter Steven auf Reisen vorbei. Wir hören uns dann hoffentlich im nächsten Podcast wieder und bis dahin, Happy Travels!